Och Mann. Dass die mit ihren Köpfen in den Beton da reinbuddeln können, das ist echt Wahnsinn. Die andere Truse. Links klopft noch was. Ja, hier war. Ah, da. Was sind die? Ach, die ist auf dem Parkplatz. Der hat nur noch 10, das ist schlecht. Oh. Jetzt hat's aber wieder geruckelt. Nicht, dass jetzt hier eine Horde angedackelt kommt. Wir hatten gerade eine Horde. Hm? Das war doch gerade eine Horde. Wo? Für heute Nacht. Die paar? Oh, du kriegst ja gar nichts mit. Bei mir hat es aber gerade jetzt geruckelt. Nicht heute Nacht. Ja, aber das war doch schon eine Horde. Echt doch. Da kann doch noch eine kommen. Weiß doch nicht. Ach komm. Da. Also ich kann dir definitiv sagen, ich kann die Wände nicht reparieren. Da brauche ich Concrete. Und die Tür ist kaputt. Das ist schlecht. Du sollst die Wände nicht reparieren. Ich muss sie neu machen. Dicht machen. Ja, mach ich doch. Bin dabei. Also wir haben ja unten auch noch ein paar Löcher im... Ja, die Foyer. Meine ich ja. Bin dabei. Musst du dicht machen. Irgendwas kreucht hier noch rum. Da hinten ist eine Zombilette. Was macht die denn da? Warum? Mädel, warum hüpfst du da hoch? Ey, die versucht doch tatsächlich da hochzukommen. Ja. Die kommt okay, da hoch. Auf der Ostseite sind noch ein paar. Ist aber nicht so heftig. Ist ja supi. Dann wissen wir jetzt immerhin, dass sie da hochkommen. Bitte was? Die haben sich hier auf jeden Fall durchgeschlagen. Wo bist du? Innenhof Ostseite. Okay. Aber es geht schon. Ist ja nicht so viel. Wie spannt man denn einen Bogen mit einem Schaf? Ist okay. Da war der Jungs. Ach, ich habe einen Level. Hier ist kaputt. Aber so richtig kaputt. Ja. Hier ist noch nicht mal gelootet, alter Schwede. Na, wo? Hier ist so ein Baderäumchen, wo der schwarze Wolf war, den wir killen wollten und der dann weggespawnt ist. Wie sehen denn... Doch, die haben sie gar nicht angeholt hier. Drei Wasser. Ja gut, ich hätte jetzt nicht gesagt, okay. Ich hätte keine Knarre und so, aber... Innenhof ist momentan wieder ruhig. Das ist gut. Nee, da ist einer. Alter, die haben ja hier alles durchgeballert. Alter Schwede, wir haben ein Problem. Das ist... Nein, du hast Arbeit. Wo sind denn die, sag ich doch, das Gleiche. Wo sind denn die hier außen durch? Also bei mir ist auf jeden Fall eine Lücke im Zaun. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da hinten nicht. Wo sind die? Da ist die. Da sind sie durch. Scheibe. Irgendwo schreit noch was. Ich brauche mehr Cobblestones. Das hört sich eher nach einer Schreierin an, ne? Ich habe einen Rocker vor der Nase. Ich höre gerade keine Schreierin. Okay, wir brauchen noch einige Spikes. Mein Gott. Und du hast einen Rocker vor der Nase. Wenn der keinen vernünftigen Loot hat, ne? Also hier haben sie recht voll reingeballert in die Ecke. Ja, lass ich mit mir reden. Wir müssen eigentlich... Das ist eine Mama da hinten. First Aid Kit. Also ich neige dazu, jetzt hier ein Teil Metall zu machen, ne? Ohne Scheiß. Wenn ich so viel Metall hätte, würde ich hier Metall machen. Warum ist der nicht runtergefallen? Der ist auch kaputt. Mist, der ist echt kaputt. Wow! Was war das denn schon wieder? Hast du deinen eigenen Tod gewollt, oder die was? Die Frau hat aufs Auto eingedrescht. Ja, ja, prima. Unser Metall ist weg. Hey! Ich brauche noch mehr Flashbacks. Das Auto hätte man noch zu Metall machen können. Das Auto ist nicht ganz so wild. Hier, die Dinger sind viel wichtiger. Das wird echt übel. Ja, wir glauben, ich brauche noch ein Panic Room oben, oder? Ein Panic Room. Ein Segelflieger brauchst du. Also, falls uns oben die Sache zu bunt wird, dann haben wir Pech gehabt. Ja, dann das können ist wir so hoffen. Das einzige Negative hier drin, aber ich bezweifle es. Naja, runterspringen werden wir nicht müssen, hoffe ich mal. Meinst du?
Willst du unten irgendwo vielleicht Strohballen hinkommen? Ja, ist eine gute Idee. Könnten wir machen. So zur allerhöchsten Not. Dann aber vor der Haustür auf der Straße, oder? Ja. Ja, ja, da muss bloß die Straße weg. Also ich weiß nicht, was besser ist, ob du hier lieber ein bisschen... Ich habe keine Cobblestones mehr, verdammt. Ich dachte, es wären genug. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass die hier auf die Stufen irgendwann hochkommen, dann würde ich eher ganz auf die Straße runterspringen und nicht in den Innenhof. Ja. Echt? Wenn die alle von der Straße kommen? Tja. Ja, und wenn sie aus dem Innenhof kommen? Ja, das ist das. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir können das seitlich machen. Ich guck gleich mal. Aber die Laterne will ich ja noch weg. Wie Pech. Hier ist doch schon wieder eine Zombie-Lette. Dann also auf Minibike. Ist die zufällig vom Haupteingang? Das wäre natürlich das Beste. Irgendwas ist da vom Haupteingang, glaube ich. Aber dann hätte ich meine Punkte für die Workbench sparen sollen. Obwohl, Aldo, du hast mal Punkte, ne? Nicht mehr. Das ist ein Schreierin, würde ich sagen. Kindergarten. Richtig, Schreierin? Vom Haupteingang, vermute ich mal. Du bist du draußen oder innen? Dann machst du weg. Ich bin auf der Tribüne. Ich muss zuerst die Löcher stopfen, alle. Dann mach die Schreierin noch weg. Dann müsste ich ja außen rum. Ich geh mal gucken. Okay, aber riskier nicht zu viel. Wir sind auf Tag 7. Wir haben es bis hierhin geschafft. Ich will jetzt den Rest auch noch schaffen. Dann guck selbst. Ich komm auch. Das ist soweit. Ja, oder? Okay. Ja, die ist aber schon im Innenhof, so wie sich das anhört. Nein, die ist. Und jetzt hat sie geschreit. Ja. Ja, da ist auch irgendjemand direkt hin. Oh, da kommt was. Mucki. Oh ja. Weg. Die laufen. Ich seh's. Die laufen? Komm, 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 komm. Hey. Bist du da? Ja, komm. Oh, da ist ein Leuchtende gegenüber. Puh. Da sind Leuchtende dabei, das ist nicht gut. Wo ist denn die? Okay, jetzt haben wir Spawn im Hof. Scheibe, laufen. Im Hof? Okay. Um Hof. Dann komm mal hoch. Laufender Johnny. Ja, hier laufen mehrere. Scheibe. Die kriegen wir nicht. Hm. Wo ist er nicht? War das die Bulle? Nee, das war ein Hawaii-Hemd, Johnny. Der macht nur Krach. Ah, die Worte von der Erde. Mhm. Das ist es ja, ne? Oh, shit. Das werden doch langsam ein paar viele. Mein Gott. Ich sehe die Schreierin da hinten latschen. Ich probiere die gleich mal zu killen, sobald ich die beiden hier von der Seite weg habe. Ich muss auch gleich mal rein, was trinken und essen und abkühlen. Das ist ein blöder Zeitpunkt, aber geht gerade nicht anders. Ja. Der Johnny muss weg. Essen, Zeug, das ist der Wahnsinn. Der hat die Wand gleich durch. Ja, hier ist ein Grüner. Ja, der rennt. Gott. Grüner Farala. Ja, Matschel-Datsche. Oh, oh, jetzt ist auf der Tribüne einer gespawnt. Das ist nicht gut. Puh. Scheibe. Die sind hier oben. Wie sind die hier hochgekommen, verdammt? Was, du hast oben welche? Oh ja. Alter, von oben, Vorsicht. Ich hoffe, die sind... Hinter, die kommen hoch, verdammt. Kannst du den einen oben nehmen, dann nehme ich den Rocker. So. Ich versuche den Johnny, der. Scheibe. Ach komm. Geh hoch. Ah. Tu mal den Frame weg. Ach, ich mein, auch mal was. Ich weiß nicht, wie die rote kommt. Ja. Der macht hier alles Bikes kaputt, verdammt. Jetzt ist er kaputt. Zack, ey, wie sind die hier hochgekommen, verdammt? Ja, durch die. Oh, da! Nehmen die Holzrahmen da weg, ey. Ja, da waren auch welche und hinten an der anderen Treppe waren auch noch Holzrahmen. Ja, okay. Okay. Huh.
Der Grüne ist hier vor der Treppe. Dann, schlecht. Ich hab keinen Bock, meine Pfeile an den zu verschwenden. Sorry, aber ich muss mich mal kurz abkühlen. Langsam geht mir das Holz aus. Holz in der rechten Kiste an der Wand, Foxy. Okay. Kein Bacon und Eggs mehr. Die sieht man noch fast bei Eggs. Ach Mist. Scheibe, das haut ihm jetzt richtig in die Parade. Ach du Scheiße, das ist noch eine Schreierin. Ich muss mich auch mal gerade abkühlen. Sind die ganzen Kartons weg da, die zum Hoch? Ja, ich komm gleich. Und Spider, ich fasse nicht. Hab ich doch gesagt. Ja, aber so direkt, so dicht. Ja, ich hab doch gesagt, da sind noch mehr gespawnt. Bacon, X-Mai, Kartoffel. Das ist irgendwas essen. Also auf dem grünen Leuchtenden, da werden meine ganzen Pfeile draufgehen. Das macht keinen Sinn. Ne, eigentlich. Den müssen wir machen lassen. Ich glaube, die unten gehen jetzt gerade durch die Empfangshalle. Ja, wahrscheinlich. Okay, da sind Spikes. Ja, nicht mehr lang. Ja, aber wenigstens schon mal. Ja, dann lass uns mal runter. Also weiter. Spikes für. Hier oben hätte ich noch, aber ich kann keine weiteren mehr machen. Und? Boah, Schreckung! Spider oben. Ja. Ja, nimmt ihn mal gerade weg von mir, oder? Ich muss den Spikes hier hochkommen. Das war ein Ferraner-Spider, okay. Okay. Das erklärt einiges? Ja. Was ist mein Bein hier? Mein Bogen ist hin. Ich kann reparieren. Mein Bein ist hin? Ja. Nicht, dass der uns alles kaputt spuckt da unten runter, ne? Wenn der die Decke hochspuckt, haben wir vielleicht ein Problem. Ja, ja. Da unten ist noch ein Footballer. Braucht das jetzt noch? Also die sind an mehreren Stellen unten drin auf jeden Fall. Beistück. Ja. Dann war der von immer in der oberen Mitte. Das hat mir schon einmal geholfen, ja. Der Panic Room. Vorhorde vor der Vorhorde. Ja. Warte nochmal. Die Vorhorde vor der Vorhorde. Da unten ist schon wieder ein Loch. Oh Mann. Ja, ich glaube, wir werden auch nicht mehr so viel Chancen heute kriegen. Nee. Also Material kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel zusammen. Ist der hin? Nee. Ja, 40 Pfeile dann noch, verdammt. Die Frage ist, wenn er noch mehr nachspawnt, irgendwo muss doch die Schreierin sein. Ja, also wahrscheinlich genau unter uns in dem Foyer. Das ist das Problem. Ja. Ja. Dann haben wir bald Brüsel. Schön. Jetzt müssen wir nur noch diesen Läufer hier wegkriegen. Ja. Also die Vorhorden. Die Mutter läuft auch, finde ich super. Okay. Ja, die Mutti läuft ja nicht so schnell. Nö, die ist nicht so schnell. Du müsstest jetzt Skillpunkte haben, Foxy, oder? Skillpunkte müsstest du jetzt haben. Die dir eben noch gefehlt haben. 14. Na, warte also. Mal. Ich muss mal gucken, ob ich genug Level habe. Nee, ich brauche 9 Level. Ich bin erst Level 7, ich brauche Level 10, verdammt. Ja, ein Treffer noch.
Nö, es waren noch mehr wie einer. Mist. Ich muss noch Pfeile machen. Okay. Aber ich hab keine Pfeile mehr. Sterben, ja, ja, ihr zwei dürft noch. Dann, Proxy. Bei was? Ja. Live Action, die Zombies daraus ziehen, die Steuern kaputt machen. Ich soll die rausziehen? Wir müssen hoch, da ist ja noch der grüne Laufende, ne? Ja, das wird ein Problem, ne? Ja, aber wir müssen. Willst du reinlaufen oder was? Weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Ich habe kalte Finger. Und nur ein Frame sehe ich gerade, das ist nicht gut. Zwei Bullen da unten rüber. Es gibt Skillpunkte, Proxy, einfach nur die Skillpunkte. Ja. Die heiligen Skillpunkte. Oh, ich sehe ihn gerade spucken, der hat den Boden kaputt gespuckt. Da hinten ist noch ein. Das sind zwei gelbe. Zwei. Ich habe ja gerade bloß keine Ahnung, wie ich hier zur Not entkomme. Wo bist du denn jetzt? Also mache ich mir gerade mal. Ich habe gerade den gelben unter mir. Ja, ich probiere die gerade. Wo soll ich denn den hinlocken? Weiß ich noch nicht. Er spuckt gerade. Gleich ist die Front kaputt. Ja, wo willst du denn den hinlocken? Weiß ich noch nicht. Okay. Auf jeden Fall hier weg. Ja, er rennt mir immer noch nach. Wie schaut's denn bei euch mit Gras aus? Könnt ihr Heuballen machen? Oh, warte mal grad. Der andere kommt jetzt auch raus. Echt? Ja. Er hat mich getriggert. Jetzt wird's lustig. Oh, komm nach raus. Glühwürmchen. Jetzt habe ich zwei am Arsch. Also bei dir kommt dann ein grüner leuchtender Spucker. Ich habe nur noch einen Frame. Ja, er kommt. Ich habe nur einen Frame. Ich habe gleich keinen. Auf die Treppe bei mir und hoch. Oder so. Ja, er zielt nicht so, wie ich es gedacht habe. Wo bist denn du hin, Aldo? Westlich außenrum. Na komm. Ach, hier ist ein Soldat. Soll ich okay. Noch? Ich komme da mal hinterher. Das Problem ist nur, wie kriegen wir den kaputt? Okay, irgendwann verliert er das Interesse. Hier draußen ist die Schreierin. Nee, ne? Ja. Und tot. Und ich habe einen anderen getriggert, verdammt. Wo bist du genau? Jetzt gleich wieder vorne und ich sehe da wieder was leuchten. Das ist nicht gut. Ich habe den jetzt immer noch am Popo. Das ist der dritte grüne Bulle. Es ist schlecht, ich habe nicht mehr lang Stamina. Und bei mir geht's noch. Jetzt habe ich noch einen Kapuzenpulli. Oh mein Gott. Komm schon. Fall um. Wen hast du denn da? Hawaii-Hemd. Jetzt habe ich Militärzombies. Oh, da kommt noch ein Läufer. Ein Läufer. Ja. Ich habe ein Problem. Wo bist du, Proxy, draußen? Ja, und ich habe gerade wohl noch einen Parkplatz getriggert. Und eine rennende Tussi. Nein! Scheiße, du. Ich habe keine Frames mehr, verdammt. Ah, shit, du brauchst mindestens ein Frame, leider. Ja. Ja, das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe drüben nämlich was vorbereitet, aber einen müsste setzen. Ich habe noch neun, warte mal. Mein Gott. Alter Schwede, das war knapp. Da unten ist ein Spucker links, ne? Auf dem Spielfeld. Okay, also ich habe jetzt noch 30 Pfeile. Oh, scheiße. Ich schieße nicht auf den Bullen schießen, ne? Sonst kommt der wieder zu uns. Das ist echt übel. Boah. Okay, der Dauerläufer ist auch da rechts, aber hier ist auch noch irgendwas. Ich brauche dringend was zu essen. Ich habe nur noch 30 Essen. Hier war eine Ferale noch. Ja, die ist mir entgegengelaufen. Das war sehr witzig. Ich habe so ein ziemlich schlechtes Gefühl. Ja, ich würde sagen, ich habe keine Ausdauer mehr. Das kenne ich von gerade eben. Ja. Ich auch, Mann. Nicht den Kopf verdecken.
das ist doch Scheibenkleister alles. Der Läufer kommt wieder zu dir, Alter. Ja, ich bin oben. Du siehst es, okay. Wo ist denn der Bulle hin? Hab ich irgendwo draußen abgehängt, hoffe ich. Okay. Hoffe ich. Ach komm. Wär doch mal länger gestunt, ey. Wieso kann ich denn da jetzt nichts? Wir haben noch einen Soldaten auf dem Parkplatz. Wie lange wird das Stadion der Hornnacht überstehen? Oder bricht das Feuer zusammen? Ja, das bricht nicht zusammen, aber... Hab mal versucht, das abzureißen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das glaube ich auch. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade keine Sorgen macht. Noch nicht so wirklich. Nee, nicht wirklich. Auch die ganze Zeit wird es mir jetzt... Ich muss mal ein paar Yoga essen. Ich bin gleich untertuckert. Ich bräuchte das Leder. Ja, ich auch. Ja. Wir haben Soldaten im Hof. Ja, solange die nicht laufen, ist mir das alles egal. Nee, der schlänzt hier rum. Alles, was läuft, ist mir nicht mehr egal. Tschup. Ich glaube, wir gehen sowas von vor die Hunde. Das wird ein Fest. Wäre eine Möglichkeit. Bei dem da hinten geht es auf jeden Fall noch. Aber ich habe gerade keine Intention, mein Leben zu riskieren. Mal blöd gefragt, wie kommen wir eigentlich aufs Dach? Warum? Nur so? Wir haben hier drinnen doch eine Treppe. Eine Leiter. Hab's gesehen. Wir hatten die schon wieder dahingesetzt, so Kopf. Ich mach den Deckel immer links oder rechts rum, aber nicht genau da, wo die Sprossen sind. Da fehlt ja noch was. Da hatte ich ja noch was vor. Aber irgendwie fehlt mir jetzt Clay. Schön. Du hast doch gestern 400 gesammelt. Ja, die habe ich auch wunderbar benutzt, um unten das Riesenloch zu reparieren. Das ging auch genau anderthalb Reihen gut. Und dann wollte ich ja wieder neu und dann kam ja jetzt der Zusatzstress. Greifend. Okay. Corona, also haben wir, die schaut es gerade aus, sonst würde ich mal kurz runtergehen. Ist unten ruhig? Also ich hier oben ist das mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu locker. Aber ich würde auch probieren irgendwie, weiß ich nicht, wir müssen ja irgendwie... Also wisst ihr was, zur Not, Richtung Südosten ist Wasser, dann müssen wir uns dahin retten, in der Hordennacht. Zur Not, ja. Aufs Wasser. Und dann schwimmen, bis nichts mehr geht. Ja doch, da drin ist noch irgendwas. Ich erwärme schon wieder 100 Grad. Halleluja. Ja, da ist noch ein grüner. Alles, was wir nicht brauchen, ist hier drin. Nee, hol dir nicht raus. Ich wollte doch hier Holz hacken. Holz hacken ist eine gute Idee, ja. Kinder Gottes. Ich hoffe, der verreckt. Dann ist das ein Spaß hier. Ich brauche, oh, er kommt raus. Hey! Achso, tschö. Und da, bitteschön. Ich erfriere hier. Okay, ihr habt mich gesehen. Ja, glaube ich dir. 14 Gläser. Und ich komme nicht in die Kiste. Supi. Was ist er denn jetzt? Ach, Frage beantwortet. Genau unter mir. Okay. Also unsere Einstellungen hier sind so gewählt, dass wir eigentlich die siebte Taghorde mitmachen wollen. Tag 8 ist für uns Ende. Und dann starten wir mit einer neuen Map. Wir haben abgemacht, jeder darf einmal sterben. Am zweiten Sterben schließen wir die Map und fangen neu an. Da ich schon einmal gestorben bin bei den 7 Tagen, die wir jetzt schon haben, wollte ich mein Leben nicht mit den Autos da riskieren. Das ist natürlich immer schön, wenn die da drauf einschlagen. Und das Lustige ist, egal welche Mod, Ravenhearst, Walkers, Starvation, überall schlagen die Zombies immer noch auf die Autos ein. Das hat noch kein Mod rausgeholt. Nett. Ja, das ist bestimmt ein Feature. Ja? Genauso wie das im Kreislauf. Ja. 180 Pfeile habe ich jetzt noch, wobei ich eigentlich 160 aufheben wollte für die Horde. Was ist denn der? Genau hier unten runter. Not good. Also, ich höre aber schon wieder jemanden. Ja, ich auch. Halleluja. Oh, er sammelt Spucke. Okay. Also das... Oh, er sammelt und... Das wird in dem Sinne spaßig, weil ich nur noch 10 Pfeile habe. Oh, das wird sehr spaßig. Also wenn wir nicht zum Federnsuchen kommen, dann ist es, ja. Ja, das wird sehr defensiv dann. Soll ich rausgehen und Federn suchen?
Könnt ihr noch Mollys? Weiß ich nicht. Haben wir Mollys? Also noch hätten wir Gelegenheit zu buddeln. Das könnte ich machen, ja. So, ich gehe jetzt die dann suchen. Müsst mal eigentlich. Ihr müsst wieder alle irgendwo im Schach halten. Proxy, du bist doch ein Glühwürmchen, ne? Im Innenhof. Nicht runtergehen. Okay, ich gehe nicht runter. Wir haben zu wenig Close Fragments. Und keine Baumwolle mehr. Das ist schlecht. Ich kann noch Klamotten scrappen, das wäre dann kommen noch mal ein bisschen. Kannst du machen. Verkaufen tun wir sowieso nicht mehr. Zeug. Ojo. Obwohl Molotov bei Horde? Ja, jetzt aber vorher vielleicht bin ich so schon mal. Ja, okay. Dass wir den Grünen da vielleicht noch wegkriegen. Aua. Mein Kaktus. Könnte böse enden. So mit Konsolenpack oder so. Ja. Achso, wie war das mit Heuballen? Ja, wo du sie hin haben willst, musst du sie selbst hinlegen. Ich kann dir welche machen. Ich kann welche Stück machen. Rechts oder links. Ich kann ganz viele machen. Wie viele willst du denn? Ja, mach ein paar und dann rechts oder links neben die. Ich mach mal 20. So. Also vor dem Haupteingang, meinst du, ne? Wo die Türen sind. Nein, rechts. Na, die machen sie doch kaputt. Ja, wo rechts oder links, also westlich oder östlich vom Stadion. Gut, dann Richtung Wasser, also östlich. Dann Richtung Wasser, ja. Getränke 5. Wie schaut es bei euch mit Getränken aus? 5 normale Wasser, ein Juckern-Juice und ja, 6 normale Wasser. Es blitzt schon, alter Schwede. Also wir haben 20. Ich habe zu wenig Holz, ich brauche noch Frames. Für die Mollys. Ich brauche Frames, verdammt. Gascans? Hat jemand. Nö. Autos geschrottet? Nee. Dann kann man keine Mollys machen. Wo genau soll ich denn die Heuballen hinmachen? So dass wir da drauf runterspringen können. Ja gut, aber wohin? Da wo der Parkplatz ist oder was? Direkt neben dran. Direkt ans Stadion. Ja, du was ist denn? Nicht, wer weiß wie weit. Also an die Wand. Ja, genau. Du springst ja fast direkt runter. Kommen wir da überhaupt hoch? Mal blöd gefragt. Nee. Willst du dann von da oben, wo die Leuchte ist, runterspringen oder von hier, von der Treppe, falls wir da nicht mehr runterkommen bis hierher? Ich sehe dich nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin am... Also die Treppe ist ja, wo wir die Stufen weggehaut haben. Junge, hi. Ja, hi. Und die Leuchten sind ja oben, on top. Nee. Also hier können wir so runterlaufen. Ja, wenn wir bis hierher noch rüberkommen, das ist ja die Frage. Ist halt vorne eigentlich an den Haupteingang gesetzt. Ist, na, ich dachte, Haupteingang wäre nicht gut, weil sie alle herkommen. Aussitzen. Wir werden es aussitzen. Weil, schau mal kurz. Komm mal mit. Also hier ist doch kein Heuballen, okay. So viele Federn habe ich bisher noch nicht, glaube ich. Also ich hätte es ja so gemacht, dass wir von da oben dann hier kurz runter können und dann entweder hier links oder rechts runter hinweg. Ja gut, dann müssen wir aber... Das wäre dann wirklich eine Flucht, aber das können wir vor 4 Uhr eh nicht machen, weil da läuft alles. Ja, stimmt. Deswegen, und so an den Treppen kommen wir ja runter. Vorne haben wir schon genug Lücken, wo wir raus können. Okay, also keine Heuballen. Dann lassen wir es zuerst, dann müssen wir halt mal gucken, dass wir Richtung Nord-Nordost kommen für... Wenn, dann müssen wir Richtung Wasser, weil Nord-Nordost ist ja genau. Stadt. Das wäre genau die falsche Richtung. Danke. Nee, Quatsch, Nordost ist ja, wo der Turbogen ist. Also eigentlich müssen wir Richtung Osten, straight. Mhm. Ja, da ist so eine Plattform hinbauen, dass wir direkt ins Wasser springen können, ist zu spät. Wie ruhig ist das jetzt bei euch? Keine Ahnung. Sehr ruhig. Ich höre gerade nichts. Aber sobald die uns triggern, wird da wieder was kommen. Auf Spikes, die will ich mal setzen. Geh da jetzt unten rein. Okay. Halb acht, also. Ich wollte gerade sagen, stimmt, Uhrzeit. Ja. Jetzt höre ich wieder was. Ja, hier ist ein Rocker gerade. Okay, die Spikes sind jetzt noch besetzt. Da muss ich. Alles, was ihr an Holzrahmen an der Seite seht, wegnehmen.
Ich muss mich gerade irgendwie mal ein bisschen hochheilen. Und nochmal danke für den Follow, Monster Junge. Danke. Jo, Spikes hier sind gesetzt. Ich habe jetzt noch drei. Die kannst du von mir aus noch nehmen. Die mache ich hier vor die Tür. Setze irgendwo hin. Aber erst, wenn du drin bist. Ja, ich bin drin. Proxy ist noch nicht drin. Also Proxy guckt jetzt gerade. Die wichtigen Arbeiten erledigt der Papa Schlumpf selbst. Um die wichtigen, unwichtigen Zeiten. Machen wir aber die Frames hier außen auch weg, ne? Auf der kleinen Treppe. Die nimmst du jetzt weg, wenn du drin bist. Ja. Ja. Nur damit du dich in den Spikes nicht aufstachelst. Gute Idee. ja. Roll an die Waldfee. Haben wir irgendwo Schießscharten? Nicht wirklich, ne? Nein. So, wie sieht's aus mit Pfeilen? Ja, 10 Stück. Okay, ich leg mal in die rechteste Kiste mal noch ein paar rein für euch. Ich mach jetzt gerade noch mal welche. Hast du noch Federn gefunden, ein paar? Ja, okay. Knapp 100. Okay, immerhin. Ja. Ich habe jetzt noch 102 Schuss. Ich mache jetzt die Eisenpfeile, die ich aus Eisen noch machen kann. Und den Rest mache ich noch mal normale Pfeile. Du hast eine Tür gemacht? Wow. Nee, ich habe nicht genug Holz dafür. Holz kann ich dir noch abgeben. Ja, warte, wenn wir da noch irgendwie ein paar Eisenspitzen rauskriegen, dann nehmen wir die. Eisenspitzen habe ich noch 7. Holz. Ich lasse jetzt nochmal welche raus. So, ja. Holz hier im rechten Campfire. Ich muss noch was essen, sehe ich gerade. Ups, ja. Essen würde ich auch nochmal kurz. Ja. Die Pfeile in eine Muni-Kiste genäht. Das, was ich jetzt produziere, produziere ich für mich, den Rest könnt ihr haben. Und ich. Dann schlag dich mal auf, Mucki. Ich mache jetzt einfach mal aus. Ihr habt Erste-Hilfe-Kram eingepackt. 5 Binden. Bandagen. Ich sag immer Binden, scheiß die Wand an.